Auf den ersten Blick sieht es nicht danach aus, aber hier wird gerade der Niederländischunterricht vorbereitet. Innovativ und digital. Für Jugendliche gehört die digitale Welt, insbesondere in puncto soziale Medien, schon lange zum Alltag. Dies verlangt aber auch immer stärker nach einer Bildung in diesem Bereich. Adriane Langela Bickenbach ist Lehrerin für Niederländisch und Englisch am St. Leonhard-Gymnasium in Aachen. Seit einigen Jahren arbeitet sie daran, den digitalen Alltag ihrer Schüler stärker in den Unterricht zu integrieren. Mein Schüler kommt gerade. Also meine Schüler sind 4 Minuten länger. Okay, perfekt, das ist super. Dankeschön. Im Glasraum finden regelmäßig Videokonferenzen statt. Das sind authentische fremdsprachliche Situationen mit Muttersprachlern, in denen meine Schüler sich erproben. Das Wort Glas setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben der beiden Schulen und Städte, die das Glasprojekt initiiert haben. Wir haben mit den Niederlanden gestartet und das ist eine Schule in Chulpen, die heißt Sofianum. Und dann ist es die Schule aus Aachen, das St. Leonhard-Gymnasium. Ich finde es prinzipiell immer sinnvoll, Kollegen, die engagiert irgendeine neue Idee verfolgen, zu unterstützen. Beim Glasprojekt war es so, dass ich die Idee, dass man sagt, man schafft eine reale Kommunikationssituation mit Muttersprachlern im Fremdsprachenunterricht. Das fand ich von Anfang an total überzeugend und deswegen habe ich da gar nicht lange gezögert. Und letztendlich konnte der Glasraum mit Fördergeldern des Ministeriums und auch mit Sponsorgeldern von Unternehmen aus der Region umgesetzt werden. Die Schüler bereiten sich sowohl sprachlich als auch inhaltlich vor. Es gibt zwar ein grobes Oberthema, aber die Schüler können nach eigenem Interesse individuelle Fragen auch stellen, sodass sie mit den Partnerschülern in ein lebendiges Gespräch kommen. Nach dem ersten Kennenlernen durch eine Konferenz nehmen die meisten Schüler selbstständig über soziale Medien Kontakt zu den holländischen Schülern auf, was auch in den Unterricht mit einfließt. Wir finden es sehr gut, dass die Nutzung der sozialen Medien im Unterricht thematisiert wird, da man auch über die Risiken Bescheid weiß, zum Beispiel wenn man intime Fotos verschickt, da haben wir dann auch ein Beispiel gemacht. Man hat auch eine ganz andere Beziehung zu den Schülern als zu den Lehrern und dadurch habe ich das Gefühl, dass wir Schüler uns halt mehr trauen, auch mal etwas falsch sagen zu können. Und dadurch lernen wir auch einfach besser die Sprache, um mit der Sprache umzugehen. Es ist natürlich sehr spannend für Sie, mit echten deutschen Schülern zu sprechen, weil ja, die Sprechangst ist natürlich da. Aber sobald Sie merken, ach so, die deutschen Schüler sprechen auch nicht perfekt Niederländisch, dann wird das schon immer einfacher. Und nach der ersten Konferenz sind sie meistens sehr begeistert und enthusiastisch und hoffen dann auch wieder auf schnell eine neue Konferenz. Das Projekt kann natürlich vielfältig übertragen werden. Wir nutzen es im Fremdsprachenunterricht ja mittlerweile auch in verschiedenen Sprachen, nicht nur Niederländisch, sondern auch in Spanisch und Englisch. Im Spanischunterricht nutzen wir die Videokonferenzen, um außerschulische Partner, Experten einzubinden aus spanischsprachigen Ländern. Zum Beispiel Mitarbeiter einer mexikanischen NGO, die mit arbeitenden Kindern sich beschäftigen. Wir brauchen eine zeitgemäße Bildung und die Berücksichtigung der 21st Century Skills. Besonders wichtig ist hier die Kommunikation, die Kollaboration, das kritische Denken und die Kreativität. Und wenn ich Schüler dabei beobachte, wie sie in einer Videokonferenz kommunizieren oder in einer schuleigenen App Partizipationsmöglichkeiten entwickeln, dann leben sie die 21st Century Skills vor. Das Glasprojekt. Eine Initiative, die zeigt, wie digitale Medien in den Unterricht implementiert werden können und echten Mehrwert für junge Menschen schaffen. In Zukunft können vielleicht bald noch mehr Schüler in weiteren Fächern davon profitieren.